Gleich zwei spektakuläre Unfälle ereigneten sich am Montagabend im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Der erste passierte gegen 18 Uhr in Kaldern. Dort war ein 20-jähriger Autofahrer zu schnell unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er kurz vor der Lahnbrücke die Kontrolle über seinen Wagen und raste auf eine Leitplanke. Diese wirkte wie eine Schanze und katapultierte den Alfa Romeo in die Luft. Er mähte ein Verkehrsschild um und flog dutzende Meter die Böschung hinunter gen Lahn. Kurz vor dem Fluss kam der Wagen zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurde der Marburger laut Polizei nur minimal verletzt. Zur Überwachung kam er trotzdem ins Krankenhaus. Ebenso Glück im Unglück hatten gegen 21 Uhr zwei Autofahrer bei Heskem. Ein 32-jähriger und ein 43-jähriger Mann kamen mit ihrem Wagen aus Richtung Gießen. Dabei übersahen sie nach ersten Informationen anscheinend den Kreisel. Der Wagen raste über den Erdhügel und schoss über den Kreisel hinüber. Das Auto kam in einem angrenzenden Waldstück auf dem Dach zum Liegen. Beide Personen konnten durch die Beifahrertür befreit werden. Sie wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es ist nicht der erste Unfall am Kreisel. In den letzten Wochen mehrere Unfälle hier. Der zweite jetzt ein schwerer Unfall mit Überschlag auch. Andere leichtere Unfälle. Offensichtlich ist noch nicht jedem bekannt, dass hier jetzt ein Kreisel eingerichtet ist. In den kommenden Tagen soll es schneien und glatt werden. Bleibt zu hoffen, dass dann die Autofahrer vorsichtiger fahren.